Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Es gab gerade einen kleinen Cut, aber das war ja auch sozusagen schon eine Partlänge. Und deswegen, ich wurde nämlich kurz unterbrochen. Und da habe ich gesehen, das ist sowieso schon ein Part, also habe ich schon ein Part aufgenommen. Nämlich Part 9 müsste das sein. Und jedenfalls, egal, wir haben jetzt drei Artefakte, die werden ja auch irgendwo abgelegt. Ich weiß nicht mal genau wo. Irgendwie da hinten oder so, ne? Hier. Genau, also hier haben wir schon... Angucken. Also wir haben Claudias Buchführung hier oben. Das Buch. Darunter das Schwert von Mario. Darunter der Medici-Umhang. Und es müssten noch ein paar Sachen kommen. Ich bin aber mir nicht mehr sicher, welche. Jedenfalls gehen wir zurück in den Animus. Start klar. Genau. Gehen jetzt einfach wieder in den Animus zurück. Und werden Sequenz 3 mal beginnen. Wir müssen ja mit der Söldner-Gilde reden. Mit der Kurtisan-Gilde. Zum Beispiel. Überlegene Waffen sind. Ja, stimmt, den Geschäftsauftrag, okay. Ja. Sehr nur treuer. Terrakotta-Gefäße, Totems, buddhistische Gebetsperlen, genau. Ja, ihr scheint etwas grobschlächtig für meine feinen Qualität zu sein. Einem Sinn. Kann man auch Geld abheben? Nein, kann man nicht im Moment. Egal, ist auch nicht so wichtig jetzt. Moment. Wir gehen mal auf die Karte. Also zumindest wollte ich auf die Karte gehen. Und es gibt hier die Kurtisan-Gilde. Und werden aber direkt mal ein Borgia-Tour machen. Wenn wir hier zur Kurtisan-Gilde gehen. Kurtisan-Gilde mache ich eigentlich immer ganz gerne. Als erstes oder als eines der ersten. Der wird es aber nicht sehen. Vielleicht kann man kurz sehen. Weil es gibt dann, wenn man in der Nähe ist, dann noch ein paar extra Infos. Wenn man so... da, wo jetzt unbekannt steht. Da muss ich noch ein bisschen näher ran. Sie betreten Baladino, die Voronas, töten sie ihn, um den Einfluss der Borgia-Regierung gegen ein Ende zu setzen. Ja, das ist mir klar, okay. Nur ob der zum Beispiel flieht, weil es gibt auch Leute, die fliehen. Der ist tapfer, das ist auf jeden Fall schon mal positiv, weil... Also ich muss nicht so extrem vorsichtig agieren. Das wollte ich nicht, jetzt kommt mein Pferd an. Der ist irgendwo da hinten. Diese Kapuze. Verdammt, er kommt davon! Das war knapp. War schon mal nicht schlecht. Yes! Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Den haben wir schon mal gekillt.
Wow, scheiße. Meine Fresse. So, das hat doch sehr gut geklappt. Dem Herrn. Jetzt machen wir da jetzt noch hier den Aussichtspunkt, beziehungsweise Schrägstrich den Borgia-Turm. Wir haben hier auch ein paar Messerchen verloren, also können wir die vielleicht auch zurückkriegen. Eins hatten wir. Oh, das haben wir zurückbekommen. Sehr schön. Das ist sehr schön, sehr schön. So gefällt mir das. No, 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 no. So war das nicht geplant. Da kam ich aber jetzt nicht so einfach hoch. Wie geplant. Ich kann auch einfach hier hochgehen, das ist nämlich viel einfacher. Okay, gut. Jetzt hätten wir es auch geschafft. Und zünden den Turm an. Jo, ganz genau. So wollte ich das haben. Ist schön. Wiederaufbau von Rom. Der Einfluss der Borgia über dieses Gebiet wurde eliminiert. Genau. So sollte es sein. Das Gebiet so, haben wir befreit schon mal. Das ist ziemlich schwierig. Das ist noch nicht so schwer. Wie kann man sehen, wie ein Wunder gefeiert und untersucht wird? Während des Abendmahls, die anwesenden Gläubigen können das bezeugen. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. So. Vielleicht sollte man. Oh, für euch bitte. Warum müsst ihr euch so schon? Pferde braucht niemand, würde ich sagen. Ich wollte jetzt noch übrigens einen Borgia-Turm machen. Der vielleicht auch noch in diesen Part hinein. Mit hineinkommt. Bald werden wir seinen Körper irgendwo auflesen müssen. Neue Mitglieder für die päpstlichen Streitkräfte. Es sind Positionen bei der Miliz sowie auch Reservisten zu besetzen. Der Krieg in der Romagna wird. So. Ich krieg mal jetzt ein bisschen was raus über den guten Herrn. Auch nichts. Von Cesare Borgia und seinen Heeresführern höchst ertragreich geführt. Mutterkirche darf mit fetter Kriegsbeute rechnen, um ihren Ruf. So.
Der ist feige. Noch ist er nicht zu sehen. So, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube nicht nur, ich habe auch eine Idee. Ich hoffe, der wird nicht angesteckt. Das war jetzt nicht so geplant. Was zum Teufel macht ihr? Nein! Oh Gott! Bitte total scheiße. Da! Ah, packt ihn! Komm, greif an. Ah, dann mach ich die jetzt schnell fertig. Ja, so, ich hatte doch den perfekten Plan. Runter das, Tronzo! Der zwei Leute. Könnte unser Mann. Wo ist er langgerannt? Bah, nicht wichtig. So wollte ich das haben. Führe ab jetzt dein ehrenhaftes Leben.
Sehr schön, auch noch ein bisschen Money bekommen. Das heißt, die sollte man immer durchsuchen. So. Ja, immer nur Kugeln, Alter. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, so müssen wir noch den Turm raufklettern. Da haben wir auch schon mal zwei. Das reicht dann auch erstmal. Ich weiß. Aber ich will das halt jetzt so durchhaben, weißt du? Ist immer gut, wenn man das so währenddessen immer macht, schön. Jetzt haben wir 6 von 24 synchronisierten Aussichtspunkten gemacht.